Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Planet Megatron Bundle von Rin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Planet Megatron von Rin, das Ganze am 22.06. erschienen. Und es ist kein reguläres Box-Release, sondern ein Bundle. Ihr bekommt das Ganze, wenn ihr es bestellt, in so einer ganz schlichten schwarzen Verpackung, also in so einem DHL-Sack, in so einem Plastiksack. Wir werden das Ganze mal öffnen. Und dann haben wir hier das Bundle, das wirklich nur aus zwei Teilen besteht. Und zwar haben wir hier einmal das Shirt und im Shirt eingepackt das Mixtape. Nachdem dieses noch in Folie ist, werden wir das Ganze mal rausholen. Am besten hier oben öffnen. Also dieses gab es nicht über Amazon oder andere große Versandhäuser, sondern wirklich nur über Division. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier ein Standard Toolcase. Hier auf der Seite lesen wir Planet Megatron und am Cover auch ganz klar der Bezug zu Transformers. Wir haben hier oben Mixtape stehen und hier dann in so kryptischer Schrift, sieht so nach asiatischen Schriftzeichen aus, Rin. Hier unten dann noch das Label Division. Auf der Seite nichts, also dieser Balken ist ohne Aufdruck. Und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder hier so Transformers abgebildet, Planet Megatron lesen wir hier. Und dann haben wir hier links die Tracklist. Und zwar haben wir 11 Tracks an der Zahl und meines Wissens keinerlei Features, also 11 Solo-Tracks von Rin. Dann haben wir hier unten noch die Produzenten aufgeführt, also hier wirklich alle 11 Tracks inklusive der Produzenten angeführt. Dann schauen wir mal hinein. Okay, also Booklet ist das nicht. Wir haben hier nur einen Einleger mit dieser Doppelseite hier. Sieht nach einem Planeten aus und nach, ja, je nachdem nach Licht oder nach einer Explosion. Und auf der Rückseite hier dieses Muster, dieser Balken zu sehen. So sieht dann die CD aus. Schwarz mit silbernem Aufdruck. Planet Megatron lesen wir hier. Und das Ganze hier auch wieder in dieser Balkenoptik. Megatron, ja, der Anführer der Decepticons, also der Bösen bei Transformers, die gegen die Autobots kämpfen. Und dann haben wir noch ein Shirt. Und zwar sieht dieses so aus. Also auch hier wieder Rin zu lesen. Darunter Planet Megatron. Und dann haben wir hier noch das Logo von Division. Ansonsten das T-Shirt glatt schwarz. Allerdings haben wir einen Backprint. Und zwar haben wir hier das Logo der Transformers. Und darunter steht Welcome Home Noble Voyager. Und das Ganze ist, hier haben wir es, Lyubov Entertainment. Also das hier, dieses Merchandise bzw. dieses Sublabel mehr oder weniger von Rin. Das kommt aus dem Bosnischen, das Wort, und das heißt so viel wie Liebe auf Deutsch. Dann haben wir hier 100% Baumwolle hergestellt für Division Recordings GmbH Düsseldorf und das Ganze ist made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben oben quer über die Brust riesig den Schriftzug Rin und dann etwas darunter Planet Megatron und das Division Logo. Die Größe des Shirts ist XL und es gab auch nur diese Shirtgröße, es gab keine anderen Größen zur Auswahl und auf der Homepage wurde das begründet mit XL, so wie es Rin trägt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Geschmack ist das Shirt jetzt nicht so, also ich würde dieses eher nicht so tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt und dann
als zweiten Boxinhalt, als zweiten Bundleinhalt noch das Mixtape Planet Megatron im Standard Jewel Case. Ja, das war's auch schon wieder. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise von diesem Mixtape und dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.